Hallo liebe Clash of Clans Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wollen wir uns um die Halloween Kessel so ein bisschen kümmern, anschauen und so weiter und so fort. Werde ich gleich genauer erläutern. Und wir wollen zwei Leute besuchen und einmal mit Go Wipe angreifen. Hauptthema ist aber Halloween Kessel. Jetzt kommt erstmal das Intro. Ja Leute, willkommen zurück nach diesem schönen, aber wundervollen Intro. Wir widmen uns jetzt immer den Halloween-Kesseln, dann am Ende, Ende der Folge den Dorf besuchen, die dann hier von dann gehen werden, okay? Und zwar Halloween-Kessel, Leute. Wollte ich euch mal fragen, was ist der Rekord an Halloween-Kesseln, den ihr gesehen habt oder so weiter, oder den ihr je hattet, wie auch immer, Leute. Und zwar bin ich gerade dabei, einen Versuch gerade, ja, wie soll ich das sagen, Rekord aufzustellen, vielleicht jetzt nicht, aber irgendwie versuche gerade die meisten Halloween-Kessel bei ganz oder die eine der meisten. Ich versuche ganz viel Halloween-Kessel zu haben, meine ich, so das jetzt gesagt, sonst hätte das alles nicht gepasst. So. Und zwar habe ich Zeit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich glaube, es gibt kein Clash of Clans Spiel, der zurzeit mehr Halloween-Kessel hat. Mehr hat als ich. Und das finde ich ganz cool. Ja, gleich viele gibt es natürlich, Leute, das jetzt nicht immer behauptet. Aber das finde ich ganz cool, Leute. Und ich bin halt so ein bisschen Halloween-Kessel am Sammeln. Hoffe, dass Halloween ab und zu ein bisschen bleibt, denn ich finde, es würde mal gerne so eine kleine Halloween-Eskalation haben. Und das wäre ganz cool, lustig, wenn hier drüber noch ein paar spawnen. Finde ich gerade ganz cool. Die Gräber vom letzten Halloween, von letztes Jahr oder so, die habe ich nie aufbewahrt. Und auch Weihnachtsbäume immer abgebaut. Aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Halloween-Kessel sammeln. Wir können ja einfach mal, beste Klasse, aber was bringt das? Ja, beste Spieler, ich glaube, die haben euch alle ihre Halloween-Kessel schon abgebaut. Das heißt nicht, dass die besten Spieler die meisten Halloween-Kessel haben. 1, 2. Ja, der baut natürlich auch alle ab. Der weiß natürlich auch, dass es unnötig irgendwann ist. Er hat 4 Stück, der hat bestimmt auch schon mehr gehabt. Der hat so einen Weihnachtsbaum gehabt. Naja, auf jeden Fall ist gerade bei mir ganz chillig mit den Halloween-Kesseln. Deswegen wollte ich da so ein kleines Thema mal draus machen. Ja, zum Abbauen bringen die Elixier irgendwie 25.000. Ich will mir jetzt keinen abbauen, Leute, da ich echt noch viele kriegen möchte. Wenn irgendjemand von euch, Leute, ich glaube, das hat eh keiner, aber wenn es irgendeinen Trick gibt, wie man mehr bekommt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich will gerne noch mehr Halloween-Kessel haben. Ich will mehr. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ja, Mann. Die sind einfach cool, die Halloween-Kessel. Naja, ja, wir machen jetzt einfach nochmal Dorfbesuche, werden da nochmal angreifen gehen, Leute. Das war eigentlich schon was von der Halloween-Kessel. Ich habe gesagt, deswegen ist das so drei Themen, aber das Hauptthema sind halt Halloween-Kessel. Da ich jetzt so ein bisschen Halloween-Kessel farme, wie schon erwähnt. Was ist denn hier im Chat los? Nehme auf, Mann. Kann nicht, Mann, so. Wir wollen jetzt hier noch besuchen, wir haben jetzt hier, wir wollten den lieben. Hab dich abonniert. Oh, danke. Ne, so, wir fangen jetzt mal an. Besuch mich. Und zwar der liebe Smasher 2.0, wenn ich das richtig ausspreche. 2.0, ist es ernst gemeint? Wenn das wirklich 2.0-Account ist, dann hast du hier schon ein krasses Dorf, finde ich. Bist zwar gewascht, aber wenn es 2.0-Account ist, finde ich trotzdem stark. Naja, ist auch egal, Leute. Wir schauen uns das Dorf jedenfalls mal an. Ich habe da mal entschieden, die Dorfbesuche zu. Mann, warum kann ich denn kein Deutsch mehr? Ich habe mich entschieden, nochmal Dorfbesuch zu machen, obwohl ich da ein bisschen mehr umstritten war jetzt bei mir so ein bisschen. Aber heute passt das halt alles ganz gut. Und ja, erst Rathaus Level 10, natürlich gewascht, das weiß er bestimmt noch selber. Ich schätze mal, sein wirklich sein 2.0 Account. Dann hat er gesagt, ja, auf meinem ersten Account wasche ich nicht, auf meinem zweiten Account wasche ich. Ist jetzt meine Vermutung. Ja, ist natürlich gewascht, aber warum nicht? Okay. Jetzt besuchen wir noch der Nerfsucht, ich glaube ich. Nerfsucht übrigens, du warst doch ganz früher mal in meinem Clan schon, das fand ich ziemlich cool, du warst ein richtig cooler Typ, Mann. Leider bist du irgendwann rausgegangen, bist du wieder da, ich hoffe, dass du der Richtige bist, dass du nicht irgendein Faker bist. Faker jetzt nicht unbedingt, aber dass du halt jemand bist, der genauso heißt. Auf jeden Fall. Schauen wir uns dein Dorf jetzt an, und zwar Rathaus Level 8. Ja, ist halt auch noch nicht die perfekte Base, hat auch noch Tesla Level 1, ist aber glaube ich noch ein frischer Rathaus 8er.
Und bei den Luftwaffen muss auch noch ordentlich was gemacht werden. Ja, Leute, wir haben so 5 Minuten, darauf werden wir uns auf den Angriff spezialisieren. Und ich bin übrigens gerade in Kristall 1, also auch ganz cool. So. Wir haben jetzt hier ein neues Mitglied bekommen, zwar den lieben Janosho. Janosho Pete. Pete, ja. Er will besucht werden. Machen wir es immer. Der ist gerade im Clan beigetreten, war nicht gut zu echter Pipo global. Habe ich den natürlich direkt mal reingelassen, weil er war so ein cooler Typ, Leute. Nein, Spaß. Ich wollte den Typ hier ein bisschen gut reden. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Außerdem will ich auch nicht pushen. Ja, Rathaus Level 8 bist du natürlich auch. Du bist, glaube ich, jetzt deutlich gewascht. Weil das Rathaus 7, da musst du schon, wenn du frischer Rathaus 8er bist, müsstest du trotzdem die Lufterwäschen höher haben. Ja, gewaschtes Dorf. Aber da ist ja noch alles drin. Kann man den noch aufholen? Das ist nicht so, dass es ein hoffnungsloser Fall ist. Das kann man auf jeden Fall noch aufholen. Wir werden jetzt den Angriff mit Go Wipe machen. Und ja, das war jetzt wieder so ein bisschen allgemeine Folge. Nice! Loot, Alter! Ich finde nie Loot, aber in der Aufnahme, Leute. Ich werde es am neuesten immer aufnehmen, werde die Aufnahme nie hochladen. Aber dafür finde ich dann immer Loot. Das ist jetzt das neueste, wie mega komisch. Ey, wie krass ist das denn? Immer wenn ich aufnehme, finde ich Loot. Das finde ich aber cool. Das finde ich echt cool. Nein, da ist ein scheiß Magierturm. Oh, jetzt setz doch. Setz doch die scheiß Magier. Ich bin gerade ein bisschen abgewackt. Nein, der Tesla ist voll hoch gelevelt. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen kritisch für mich. Jetzt muss ich den Wutzauber so halb da drauf setzen. Das ist ein bisschen doof gerade alles. Ach gut, Tesla ist down. Ich habe die Tesla nicht so hoch eingeschätzt. Jetzt muss ich mal hoffen, dass die Päcker hier schon reinlaufen. Einer läuft auch so rum. Das ist sogar gut. Das ist sogar gut, Leute. Weil hier ist Elixier und ich bin mir nicht sicher, ob ich das sonst bekommen würde. Okay, perfekt. King zünden. Heilzauber. Oh, ich glaube, die Magier leben noch gerade so. Nein, Magier sind genau drauf gegangen. Kann das sein? Scheiße. Hab's eiskalt verpennt. Nein, die Magier sind, glaube ich, so gerade eben drauf gegangen. Es war schon ziemlich knapp. Pokal bin ich auch am Jagen, deswegen hoffe ich, dass hier kein Minus wird. Aber die Päcker gönnen sich aus den Loot. Das ist wirklich positiv. Nein, Mann. Ich glaube, die Magier sind genau drauf gegangen. Die Magier sind die wichtigsten Truppen bei GoWipe. Und einer der wichtigsten, finde ich zumindest. Jetzt müssen die Päcker, wenn die Päcker wirklich ausruhen, jetzt richtig gut aufräumen, dann wird das noch was. Rathaus kriege ich auf jeden Fall. Golems müssen ein bisschen tanken. Okay, ein Burgturm schießt auf die Päcker. Das ist noch okay. Hier wird ein Tesla sein. Scheiße. Okay, jetzt habe ich verkackt. Ach, schade. Das ist ein Tesla. Ja, jetzt habe ich echt verkackt. Der Tesla ist einfach zu hoch gelevelt. Da habe ich keine Chance. Schaffen höchstens noch die Goldmine. Guck mal, wie viel Schaden der macht. Das ist unnormal. Ja. Was soll ich da sagen nur? Ich habe noch ein paar Truppen in der Klärung, aber die werde ich, glaube ich, jetzt nicht einwenden. Wenn der Päcker schnell rennt... Ja, da kommt noch ein Tesla. Lauf, Päcker, lauf, Päcker, lauf. Ich gucke dann, was der King da hier unten macht und so. Das ist mir jetzt relativ egal. Bitte, bitte, nein, Mann, das ist doch nicht normal. Okay, so viel Loot ist gar nicht mehr übrig. Wir haben schon was alles bekommen. Ist okay, kann ich auf jeden Fall mit leben. Finde ich sogar ziemlich viel eigentlich. Ja, würde ich sagen, nice, Leute. War nochmal ein chilliger Go-Wipe-Angriff hier für euch. Natürlich immer nur das Spannendste und Beste. Ja, ich weiß es gar nicht. Bevor ich die Aufnahme bekommen habe, Leute, bin ich ganz ehrlich, habe ich echt lange überlegt, ist dieses Thema, ich habe wirklich lange überlegt, das ist nicht nur zum Spaß gesagt, habe ich lange überlegt, soll ich das Thema Halloween-Kessel nehmen oder nicht? Das habe ich mir echt überlegt, soll ich das nehmen, ist das ein gutes Thema? Könnt ihr mal Feedback reinschreiben? Nicer Siegbonus, geil, geil, geil. Nice. Geil, geil. Das ist ein ziemlich guter Siegbonus, da freue ich mich echt. Okay, genug gefreut. Auf jeden Fall, ob ihr das Thema okay fand oder ob ihr euch gesagt habt, nein, das fand ich, das Thema fand ich echt scheiße. Könnt ihr mir gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Freut mich immer. Und ja, das war's uns eigentlich auch für heute, Leute. Ja. Wenn es euch gefallen hat, folgt mal Truppen. Ich hätte nicht schreiben sollen, wir vor, das ist in der Aufnahme. Die ganzen Leute lungern gerade hier rum und... darf ich am nächsten Gast, wenn ja, neue Leute ist halt die Frage. Okay, ist auch egal, was die dort schreiben. Ja, Leute, das war's eigentlich für heute. Ich habe jetzt hier gerade noch ein paar nette Riesen Level Max erhalten. Geil. Ja, finde ich cool auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch einen kleinen Kampf laufen, der jetzt bald anfängt gegen den kleinen Indonesier. Davor den kleinen Kampf haben wir gewonnen, kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar gegen den Clan, gegen so einen russischen Clan, das muss ich nicht zeigen, das muss ich nicht zeigen, das war viel zu peinlich. Das war der schlechteste Clan, den wir je hatten, vielleicht mache ich da noch ein extra Video zu, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt aber für heute. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal rein, wie ihr das Thema fand, worüber ich gesagt habe. Also zwei Sachen, beziehungsweise die ich. Jetzt muss ich leider mal das Ende unterbrechen. Und zwar zwei Sachen, die ihr reinschreiben sollt. Wie viele Halloween-Kästen habt ihr, beziehungsweise was sind die meisten, die ihr so gesehen habt? Habe ich die meisten, also mit die meisten unter den Clash of Clans-Spielern? Oder gibt es schon mal, der 7 hat? Ich glaube, es gibt noch keinen, der 7 hat. Ja. Und das andere natürlich, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es echt vergessen. Was wollte ich denn sagen? Ach Leute, ich habe... Ja, mir ist eingefallen. Und zwar, wie fandet ihr das Thema Halloween-Kessel? Also, dass ich über die Halloween-Kessel gesprochen habe. Fandet ihr das jetzt so eine Scheißfolge, weil ich so besucht habe, angegriffen? Halloween-Kessel war jetzt gar nicht so cool. Schreibt mal rein, wie ihr das fandet. Das war jetzt ein kleines Experiment. Ich habe echt langweilig, ob ich das machen soll. Weil es halt irgendwie so ein bisschen, es war kein wirkliches Thema, es war halt irgendwie ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Das war's jetzt wirklich für heute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren auch erwünscht. Macht's gut. Ciao.